Ja, es geht nur langsam vorwärts hier in der Dark World der zweiten Welt, aber es geht vorwärts, ja. Wir sind mittlerweile bei Welt 14 angelangt und ich wette, die meisten von euch haben es nicht mir zugetraut, dass ich 13 Level hier mit der A-Note in der Dark World schaffe. Aber gut, schauen wir mal, was noch so kommt, ne? Kann hier nur schlimmer... Ja, es kann nur schlimmer werden. Ventilatoren. Ich hasse sie. Ich hasse Ventilatoren. Ja, komm jetzt nach oben, bevor der Gegner kommt. Oh Gott, jetzt reicht das nicht, oder was? Ernsthaft? Oh Gott. Oh Gott. Ach, da unten ist Bandage Girl, sehe ich gerade. Sehe ich echt jetzt erst. Ach du Scheiße. Oh weh, oh weh, oh weh. Das wird nicht nett. So, ich muss vor allem hier die Chance nutzen und dann direkt rein, weil ansonsten... Oh, ja, das war's dann schon wieder, oder? Nee, geht. Okay, warte mal. Der geht da hoch, dann kann ich da durch. Oh, nee. Oh, nee. Ich brauchte zwei... Oh, oh Gott. Ja, das ist nicht schwer, aber es ist halt Zeitkost... ganz schön Zeitkostspiel hier. Lecco mio. Okay. Naja, das ist jetzt nicht schwer, aber kostet halt so viel Zeit. Was ist da jetzt mit der A-Note? 31 Sekunden. Wo habe ich sehr viel Zeit verloren? Ich guck gerade mal. Da oben halt. Hier habe ich noch Zeit verloren. Und dann... Also das, glaube ich, habe ich noch nicht einmal schlecht gemacht. Aber hier habe ich sehr viel Zeit gebraucht. Da hätte ich mir den Schlüssel schnappen müssen. Ja, es geht aber gar nicht eigentlich. Oh, 31 ist ja schon ein bisschen arg krass. Na, das probiere ich jetzt nochmal. Das probiere ich auf jeden Fall nochmal. Weil ich sag mal so, das kann man schaffen. Vielleicht gleich darüber. Aber dann habe ich da zu wenig... Ja, dann habe ich da zu wenig Speed. Da komme ich nicht mehr hoch, seht ihr das? Das kann ich nicht ändern dann. Okay, also das kann ich nicht machen. Das heißt, ich muss mich hier einmal nach oben bringen lassen. Dann da drauf fallen. Dann gleich da rein. Ja, und dann habe ich hier schon wieder das Problem. Hier verliere ich doch viel zu viel Zeit. Da, ich kann nichts machen in der Zeit. Ich muss hier warten, aber das dauert zu lange. Das ist mir jetzt noch so ein kleines bisschen Rätsel. Oh, den Schlüssel habe ich jetzt aber ziemlich bosshaft aufgenommen. Und jetzt komme ich aber wieder nicht nach oben. Ah, ist das ein ätzender Scheiß. Das ist ziemlich ätzend. Ich muss hier einmal komplett nach oben. Okay, okay. Das war gut, weil jetzt kann ich hier nämlich ein bisschen Zeit sparen. Jo, jetzt kann ich hier nämlich schon weiter. Und jetzt hat... Oh, das könnte klappen, das könnte klappen. Weil jetzt kann ich hier durch. Oh, das wird aber eng. Das wird aber eng. Ha, da war ich jetzt zu voreilig. Da habe ich jetzt... Ich hätte es eher 31 Sekunden hätte sein müssen. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich eh nicht geschafft. Ich überlege jetzt gerade, ob es vielleicht sinnvoller ist, erstmal hier lang zu gehen. Oh, guck mal, das war also nicht so schlecht. Und dann hier nochmal im Vorbeigehen. Wieder knapp. Ey, das ist eine Millisekundenarbeit. Fuck, da waren jetzt die Gegner im Weg. Aber fraglich, ob ich es ansonsten auch geschafft hätte. Komm! Okay, 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 okay. Ah, das kann ich nicht schneller machen. Das geht einfach nicht. Da brauche ich halt auch einfach noch den richtigen, die richtige Taktik. Weil hier, da runter, wow, wartet mal. Unfassbar, ich hab's geschafft. Wow, das war aber jetzt echt nicht schlecht. So, was haben wir hier? Hier erstmal Schlüssel. Ja gut, das ist jetzt nicht so wild bisher. Ah, okay, da sind sehr viele Gegner.
finde ich jetzt nicht so grob. Da muss ich auch eigentlich gar nicht runter, fällt mir auf. Hier muss ich jetzt wieder schnell sein, beziehungsweise muss hier... Okay, das weiß ich nicht. Ich guck mal, ob ich das auch so schaffe. Hier kann ich einfach dann so springen, da spare ich mir sehr viel Zeit. Oder ich mache es einfach so, genau. Hier dann durch. Jetzt ist die Frage, wo jetzt lang? Gibt es hier wieder irgendein Geheimnis, so wie damals? Nee. Uah, okay. Das hat mir jetzt nicht sehr viel geholfen. Weil jetzt weiß ich noch nicht immer, wo ich wirklich lang soll. Das mache ich ja, glaube ich, schon mal ziemlich gut hier. Jo, das glaube ich, mache ich auch gut. Die Frage ist nur... Erst einmal da runter dann noch, oder wie? Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Weil das hier, also das glaube ich, löse ich jetzt schon zum Boss ab. Ach, guck mal, da haben wir ein Bandage. Da haben wir noch ein Bandage. Ja, guck mal. Ja gut, bevor ich das Bandage jetzt aufhebe, sollte ich vielleicht erstmal schauen, dass ich... Boah, bin ich zu schnell hier, oder was? Soll ich vielleicht erstmal schauen, dass ich das Level überhaupt schaffe? Aber ich glaube, das Bandage mitzunehmen wäre gar nicht mal so tragisch. Jetzt ist nur die Frage, wie... Okay, 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 okay. Scheiße! Scheiße, jetzt glaube ich, war ich nämlich gar nicht mal so schlecht. Das glaube ich, war gar nicht so schlecht gerade. Ja klar, fangen wir nochmal von unten an, einfach nur für die Galerie. Nein, natürlich nicht. Bullshit. Ach, scheiße. Das Problem ist, das Level scheint richtig lange zu sein. Das macht mir eigentlich am meisten Sorgen. Na, scheiße. Ja, ich glaube, es ist schon nicht schlecht, da reinzufallen, aber... Oh, der muss wirklich ganz da drüben sein, aber ansonsten scheitere ich an dem. Also die Blobble gehen mir ziemlich auf den Sack, muss ich sagen. Das sind eigentlich so die nervigsten Gegner bisher. Aber gut, man versucht da irgendwie mit klarzukommen, ne? Bandage verpasst, ist mir aber jetzt erstmal egal. Ich will erstmal das Level schaffen. Ja. Oh. Das war jetzt ein bisschen blöd. Das Problem ist nur, was mache ich nach dem zweiten, beziehungsweise dritten Schlüssel? Was mache ich denn dann? Scheiße. Ja, da kann ich nicht einen auf cool machen. Das kann ich mir nicht leisten. So, ah, da unten. Ach so, einfach nur noch Bandage Girl abholen, oder wie? Das scheint ja gar nicht mal so heftig zu sein. Komm, 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 komm. Habe ich das Bandage jetzt? Ich habe sogar das Bandage. Grade A und Bandage. Ist ja ein Traum. Das ist ja ein absoluter... Oh, das waren die Laser. Ah, da komme ich einmal auf jeden Fall rüber. Hahaha, witzig. So, fraglich. Oh, scheiße. Das Level gucke ich mir jetzt erstmal in Ruhe an. Kann ich nicht hier irgendwie schon irgendwie abkürzen oder so? So ganz kackenfrech? Ja, geil, weil ich aus dem Level rausspringe oder was? Also hier kann ich schon mal, so wie es aussieht, sehr gut abkürzen. So, was hat das Level noch zu bieten? Ich schaue mir das jetzt erstmal in Ruhe an. Hier gebe ich Gas. Bis da unten. Da unten ist ein Bandage, ey, ihr habt doch gelitten. Ja, okay, also ich glaube, hier ist es sogar sinnvoll, wenn ich hier wirklich die Abkürzung nehme, wenn ich natürlich den Sprung schaffe. Ja, warte mal, ist da unten irgendwo ein Geheimnis oder so, weil ich hier lang gelaufen kann? Nee. Aber den Sprung finde ich ziemlich behindert.
Aber manchmal klappt er auch ganz gut, manchmal klappt er eher nicht so gut. Und letztendlich schaffe ich ihn dann doch irgendwann mal. Ist halt auf jeden Fall günstiger, als den anderen Weg zu gehen. Ja, scheiße, ich dachte, der würde rechtzeitig aufhören. Ja, gut, manchmal ist es echt ein bisschen ätzend. Aber wenn man mal drauf hat... Oh, schon mal. Wow, jetzt habe ich ihn zu gut drauf gehabt. Das war natürlich auch eine Möglichkeit. Jetzt hatte ich ihn so gut drauf, dass ich richtig geschockt war. Wow, ganz ruhig. Arsch. Ich lebe noch. Ja, dann habe ich ja noch Zeit, mir das Level mal ein bisschen genauer anzugucken. Oh ne, das schaffe ich nicht. Dann machen wir jetzt ganz ruhig. Ja. Ah, scheiße, ey. Sollte ich dann vielleicht absichtlich runter zum Bandage gehen? Weil ich dann da einfach nochmal eine Sekunde länger brauche oder so? Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Noch nicht ganz schlüssig. Ah. Manchmal komme ich auch nicht so einfach. Aber schaut, recht. Eigentlich spart schon Zeit. Die Frage ist nur, was muss ich da jetzt schaffen? Ah, den Sprung, der fuckt mich jetzt ein bisschen ab hier. Der Sprung fuckt mich hier sogar sehr ab. Oh mein Gott. Kann ich den jetzt hier nicht auch mal schaffen? Da musst du halt auch Pixel genau, ne? Okay, das läuft. Das ist ein geiler Anfang. Kein Zweifel. Dann hier reinspringen. Oh, warum bleibst du jetzt vor dem Gap stehen, du Lappen? Wie kann ich ein Lappen sein? Ich bin Fleisch. Haben die was von lapprigem Fleisch gehört, oder was? Oh, das war auch riskant. Nein, oh, wäre der Laser gerade nicht gewesen, hätte ich sogar das Bandage noch gekriegt. Das wäre der Oberhammer gewesen. Das wäre der Oberhammer gewesen, wenn ich das Bandage sogar noch gekriegt hätte. Oh, dieser Sprung am Anfang, der fuckt mich end up, aber er ist einfach am sinnvollsten. Ja, klar. Oh, das spielt auch immer der Controller einfach nicht mit. Aber wenn er mitspielt, dann läuft's. Oh, fuck, ich dachte, ich könnte eine komplette Phase überspringen. Das wäre richtig geil gewesen. Das mache ich jetzt mal nicht. Ich riskiere es mal nicht. Das mache ich dann höchstens dann, wenn ich sehe, okay. Boah, das war auch ganz schön knapp. Nein, was? Oh. Oh, wirklich? Musste das sein? Okay, los. Komm, jetzt wenigstens mal schaffen wir den Hammer. Oh, dann. Vielleicht sollte ich mich echt darunter zum Bandage stellen, ey. Das habe ich manchmal echt das Gefühl jetzt mittlerweile. Oh, ist nur mit am sinnvollsten. Komm jetzt. Also, es gibt einfach so Level, die schaffe ich echt gut, überraschend gut. Und dann gibt es Level wie diese, die eigentlich nicht so kompliziert sind, sondern wegen einem so einem Scheißsprung mich so abfacken. Das hätte ich jetzt schon geschafft mit einmal. So, was ist, wenn ich mir jetzt einfach die Zeit nehme? Weil, aber doch nicht so chillen, Meat Boy. Nichts dagegen, wenn du langsamer machst, aber so chillen geht null. So, wenn ich die Phase geschafft habe, alles kein Thema, weil das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Oh, das war aber knapp, ey. Nicht zu sehr chillen, Meat Boy, haben wir gesagt. Und vor allem dann nicht haben wir noch so eine Scheiße am Ende bauen. Oh Gott, jetzt bin ich sogar so gut gesprungen, dass ich in den Laser gejumpt bin. Auch nicht schlecht. Jo, aus dem Level raus, komm, kann man mal machen. Ich schaff das. Ja, okay, das ist ja wohl lächerlich jetzt hier. Don't fuck me up, Mann. Ach, scheiße, jetzt hat er mich natürlich genau in der Luft erwischt. Aber war ja klar.
Okay, läuft. Bin noch in der Zeit. Okay. Oh nein, ey, das darf doch nicht wahr sein. Na, scheiße, jetzt habe ich den Sprung nicht geschafft. Manchmal denke ich mir echt, ey, das kriegst du hin, weißt du? Oh, wie viele Meat Boys jetzt hier schon gestorben sind. Das wird eine harte Wiederholung, wenn ich das jetzt mal schaffen. Wenn ich es denn mal schaffen würde. Oh, nice, jetzt habe ich richtig viel Zeit gespart. Komm, jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe. Wahnsinn, ey. Alleine, weil mich der Sprung am Anfang so scheiße abfuckt, ey. So schwer ist der gar nicht. Könnte ich mal aufhören, mich anzustellen, bitte? Und jetzt mach doch einmal hier am Ende keinen Scheiß. Alter! Oh, keine Great A, verdammt. 16 Sekunden. Oh, jetzt hat aber die Wiederholung mit den 1000 Meat Boys. Ach komm, was habe ich da gebraucht jetzt? Ja, ich habe am Ende einfach nur zu viel Müll gebaut. Oh, scheiße, da war die Zeit schon um. Uff, da war die Zeit schon um. Okay, das ist natürlich schlecht. Also der erste Sprung muss schon mal klappen. Nach 16 Sekunden ist, glaube ich, schon ganz schön knackig. Außer ich schaffe das. Wenn ich das schaffe, dann kann ich auch am Ende sogar nochmal Müll bauen. Oh Gott, jetzt hat mich der gekillt. Auch nicht schlecht. Na gut, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Komm, komm, komm. Wenn ich da kein Bullshit baue am Ende, dann kann ich das schaffen, Mann. Aber am epischsten wäre immer noch, wenn ich das schaffe. Nein, jetzt bin ich wieder zu weit. Das ist auch geil, wenn ich zu weit springe. Weil ich es mir selber nicht zutraue, dass ich den Sprung schaffe. Oh, schade. Ich schaffe das jetzt noch. Der Part geht jetzt so lange, bis ich hier die A-Note habe. Außer er geht. Außer das fuckt mich jetzt so ab, dass ich jetzt natürlich sage, ich höre auf damit. Oh, es wird wieder eng. Wenn ich hier am Ende keinen Scheiß baue. Naja. Wenn ich jetzt natürlich nach oben gesprungen wäre, dann wäre das alles kein Thema gewesen. Aber das mache ich nicht so gerne, wie man sieht. Oh Gott, dieser allererste Sprung. Nichts fuckt mich mehr ab als der allererste Sprung. Das ist doch nicht so schwer, Mann. Wahrscheinlich machen wir noch völlig umsonst die Mühe, weil ich spätestens in Welt 3 nicht mehr in der Dark World versuche, die A-Plus zu schaffen. Das kann ich mir schon vorstellen. Mein Gott, ey, du musst doch dann nur runter, ey. Wahnsinn, ey. Aus dem Level raus. Oder ich mach's so, das wäre auch eine Möglichkeit. Dann müsste ich nicht immer diesen scheiß Anfangssprung machen. Scheiße. Wartet mal, geht das? Ja, aber das kostet mich da wahrscheinlich zu viel Zeit, oder? Nee, das schaffe ich so nicht. Oder doch, wartet mal. Boah, ich bin gerade überschnell. Warum? Ich trau mich da nicht schnell genug runter. Ich fass es nicht. Ah, komm schon, ey. Ja, das ist ja mal definitiv schneller. Was soll denn der Geiz? Boah, ey. Hätte ich jetzt noch das Bandage gekriegt, dann wäre ich ja... Das ist ja mal definitiv schneller. Warum mache ich mir eigentlich die ganze Zeit schon diesen übelsten Stress? Hammerhart, ey. Ich mache mir den übelsten Stress.
Dabei ist es eigentlich übelst einfach. Ja, was heißt übelst einfach? Oh, ich hasse es. Er läuft dann immer zu weit. Okay. Schon mal richtig viel Zeit, ey. Ich muss doch jetzt einfach nur noch... Okay, ein Ticken zu früh gesprungen. Jetzt ruckelt's wieder ein bisschen. Ja, stirb doch, Meat Boy. Alter. Jo, gleich mache ich einen Cut auf jeden Fall. Das gibt's doch einfach nicht. Hey, wer hätte gedacht, dass der scheinbar schwierigere Weg eigentlich doch schneller ist? Das ist so anstrengend, das Spiel. Manchmal überlege ich mir echt, ob ich sowas nur einmal in der Woche einfach nur rausbringe, weil es an meinen Nerven kaut. Boah, nice. Nein. Ernsthaft. Wahnsinn, ey, das kann doch nicht so schwer sein, Mann. War ja wohl klar. Oh Mann, ey. Jetzt kommt aber gleich ein Cut, weil das... Ja, komm. Wahnsinn, ey. Der Controller ist schon so warm und schwitzig, dass ich hier nichts mehr auf die Reihe krieg. Wahnsinn, ey. Ich hasse dieses Spiel mittlerweile. Wahnsinn. Oh, spring doch einfach hoch. Kann doch nicht so schwer sein, ey. Drecksfleischkloß. Hasse dich. Wie sehr ich gerne schreien würde. Und am besten was kaputt schlagen. Scheißspiel! Wahnsinn, Wahnsinn, diese Ecke da hinten, diese Kante. Ich möchte irgendwas töten. Ich möchte irgendwas töten. Wahnsinn, dieser scheiß Controller, fuck. Ich will diese verfickte Kante, ey. 16 Sekunden muss ich doch schaffen, das gibt's doch nicht. Da, bosshaft hochgesprungen. Bosshaft, bosshaft. Aber, hier. Oh mein Gott, endlich. Fick dich doch. Scheiß Drecks-Wix-Spiel.